Hallo Leute, willkommen hier zurück zu Schlag den Raab. Nach zwei Spielen habe ich 3 Punkte und es sind noch 117 Punkte zu vergeben. Wir gehen zu Spiel 3. Was wird als nächstes gespielt? Stimmt's? Es sind bisher nur Rätselspiele gewesen, ne? Okay. Oh, JK. J stimmt, K. Oder K, die, wenn du glaubst, dass sie nicht stimmt. Okay. J für ja und K für kein. Los geht's! Ihr spielt gleichzeitig. Haben alle ihren Tipp verdeckt eingegeben, wird aufgelöst. Wer viermal daneben liegt, scheidet aus. Ja, Steuerung, ich bin bereit. Tom ist bereit. Ein Speleologe erforscht Höhlen. Achso, ich kann das auch mit der Maus. Nee, geht nicht mit Maus. Speleologe. Habe ich noch nie gehört, glaube ich nicht. Es stimmt! Okay, aber Rapp war auch falsch, der Stefan. Speleologe, okay. Erstmal muss jeder seinen Tipp abgeben. Mal sehen, was uns jetzt wieder Unglaubliches aufgetischt wird. Die Simulation realer bzw. fiktionaler Welten bezeichnet man in der Computertechnologie als Virtual Reality. Ja, das stimmt. Haha! Stefan ist falsch. Noch ist die Entscheidung nicht gefallen. Dass Albert Einstein zu Schulzeiten in Mathe schlechte Noten hatte, ist nicht wahr. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, der war schlecht in der Schule. So geht das. Oh, das stimmt. Okay, dann war das in einem anderen Fach. Vielleicht in Sprachwissenschaften oder so. Stimmt's? Oder stimmt's nicht? Straßburg ist der Hauptort der französischen Region Lothringen. Boah, das ist auf jeden Fall da, aber ist das die Hauptstadt der Region? Ah, das könnte beides sein. Oh, stimmt nicht. Was ist es denn eigentlich? Da habe ich doch irgendwie nach meinem Bauchgefühl entschieden und das war richtig. Noch ist die Entscheidung nicht gefallen. CH ist das Autokennzeichen von China. Nee, das CH ist Schweiz, also das stimmt nicht. Also, Steuerung. Tom ist die Konzentration regelrecht anzusehen. Ein bekanntes Jugendbuch von Erich Kästner lautet Das fliegende Klassenzimmer. Das stimmt! Das hatte ich, glaube ich, sogar als Kind. Jedenfalls die Verfilmung kenne ich. Das als Nicht-Angriffspakt von Gijón bekannte WM-Spiel Deutschland gegen Österreich aus dem Jahre 1982 endete, wie der Name schon andeutet, 0:0. Ich glaube nicht. Ich glaube, Deutschland, Österreich, die hatten... Nee, war doch nicht 0:0, oder? Es muss ja nicht in dem Jahr sein, was ich jetzt denke, aber... Oh, ich verwechsel es, glaube ich, gerade mit Dänemark. Da gab es mal so eine Geschichte. Nicht Angriffspakt, also wenn keiner siegt, kann das ja auch ein 1-1 sein, theoretisch, ne? Deswegen gehe ich mal von stimmt nicht aus. Ja. Ich meine nämlich, dass die irgendwie... War das ein Gruppenspiel? Ach, 1-0 für Deutschland. Da steht immer das Richtige. Oh, das hätte ich gern bei Straßburg nochmal gesehen. Der afrikanische Brillenwürger ist eine kleine Raubkatze. Das klingt eher wie eine Schlange. Aber ich nehme trotzdem stimmt, oder? Ah! Ein Singvogel! Okay, das hätte ich nicht gedacht. Ah!
Aber Raab ist raus, der hat's ja auch falsch. Hab ich gewonnen. Das war sicher ein ganz wichtiger Sieg für ihn. Bin erstaunt. Also wir hatten, ich hatte vorhin, vor dem ersten Part, ich finde die Playlist ja immer am Ende unten rechts, da hatte ich das getestet und da war der Raab richtig gut. Das nächste Spiel lautet. Aber es liegt vielleicht an den Spielen. Reaktion. Oh, was ist das denn? Okay, jetzt kommt endlich mal Geschicklichkeit. Dalli Dalli. Steuerung einfach so, linke Maustaste, fertig. Ihr spielt abwechselnd. Versucht die Rekordzeit eures Vorgängers zu unterbieten. Stefan, bist du bereit? Oh lol, komm. Hä, das kann doch nicht normal sein. Dass er alles daneben ballert. Oder ist er zu langsam? Nee, das geht auch nicht. Doch, er ist zu langsam. Oha. Was? Das geht so lange? Guck mal da, 2,5 Minuten noch. Vielleicht trifft er ja auch. Das sieht nur so aus. Von den Geräuschen her könnte es sein, dass er doch trifft. Jetzt gib nochmal alles. Oh, was? Achso, einfach nur alle wegziehen da. Einfach wegdrücken. Ja. Neuer Rekord. Hält er bis zum Schluss? Boah, krass. Kann man Stefan Raabs Zeit noch schlagen? Das wird jetzt lustig, gerade mit der Maus, weil die richtig schnell hier eingestellt ist. So, auf geht's. Die Zeit läuft. Oh mein Gott. Oh, der war knapp. Nein! Wird das ein neuer Rekord? Wird das die ungeschlagene Bestzeit? Was hab ich? Oh, ich war besser, oder? Oh. Tom hat blitzschnelle Reflexe und... Ganze 10 Sekunden! Das konnte man einfach nicht toppen. Ja, nicht ganz. Okay. Wenn ich mir Toms impulsive Gefühlsausdrücke. Wie gut das ist. Es läuft bei mir. Sorgen, ob er nicht klappt, wenn er das Geld gewinnt. Oh, 10 Punkte. Und unser nächstes Spiel heißt Kuhmelken. Kuhmelken. Wir benutzen nur Kühe mit Biosiegel. Die Milch müssen wir aber trotzdem wegschütten. Was ist da los? Gibt's doch dem Publikum. Okay, dann kurz über die Steuerung. Einfach linke Ach, nach vorne und nach hinten. Okay, das kann lustig werden. Rechts und links. Ah, okay, los geht's. Ihr spielt abwechselnd. Wer schafft links, in rechts, einer Minute links, die meiste Milch? Stefan beginnt. Nur keine Scheu, die Kuh freut sich schon. Lol. Wieder abgeht. Wie das aussieht. Jetzt aber mal Action hier. Die Milch muss fließen. Thank you.
Also so vom Takt. Da wird man ja fast schon durstig vom Zusehen. Also vom Takt kommt das ganz gut hin, oder? Würde ich sagen. Sie ist schon kommen, Krampf incoming. Sie ist schon kommen. Na, noch 5 Minuten. Minuten. Sekunden, mein Gott. Bin aufgeregt. Ja! Fantastisch, ja. Die Kuh ist trocken. Okay. 1932 Milliliter. Gar nicht so schwer, oder? Junge! Halbzeit! Nein! Nur noch wenige Sekunden, Clarabella, dann darfst du wieder auf die Weide. Ja, Mu! Okay, das... Ah. Nein! Okay. Das sieht aber gar nicht gut aus. Jetzt hat er aufgeholt. Sauber. Sieht so aus, als hätte Stefan das Spiel gewonnen. Oh, das ist jetzt echt ganz schön... Ey, der Rhythmus von dem Raab, ne? Bei mir. Schlimm. Das reicht noch nicht für die Führung, aber es gibt schon mal einen Anfang. Oh, ich dachte jetzt schon, okay, das ist schon mal. Ich weiß nicht warum, ich war jetzt irgendwie schon bei 11 Punkten, aber ich habe ja insgesamt 10. Es ist nicht das 11. Spiel. Da hätte er mich ja überholt. Und dann hätten wir ja vorher einiges ausgelassen hier oben. Gut. So, wie sieht's dann aus hier, die Verteilung? Mal sehen, was oh nein. Wir für euch haben. Spiel 6, aber im nächsten Part, würde ich sagen. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und haut drin. Bis dahin, tschüss.